Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne vom Aufgang der Sonne sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Die Israeliten waren in der Gefangenschaft in Ägypten. Sie mussten hart arbeiten, sie hatten Hunger, sie hatten keine Freiheiten. Und sie schrien zu Gott und riefen: Gott, rette uns! Und Gott schickte Mose, und Mose ging zum Pharao und sagte: Pharao, Gott sagt, lass das Volk der Israeliten ziehen in die Freiheit. Der Pharao wollte nicht. Mose musste immer wieder hingehen, und Gott plagte die Ägypter. Stechmücken schickte er und Frösche und Schlangen. Schließlich ließen die Ägypter die Israeliten ziehen. Sie zogen mitten in der Nacht los und kamen ein ganzes Stück. Doch dann überlegte es sich der Pharao anders. Er schickte seine Soldaten hinterher. Fangt mir die Israeliten wieder ein, sie sollen für mich arbeiten. Und die Israeliten, sie hatten vor sich ein Meer, tief und weit, und hinter sich sahen sie schon von Ferne die ägyptischen Soldaten. Sie hatten große Angst und schrien: Gott, rette uns! Und Mose, in Gottes Auftrag, nahm er einen Stab und schlug auf das Meer und rief: Gott, rette uns! Und Gott teilte das Meer. Die Israeliten konnten hindurchlaufen, trockenen Fußes. Und die Ägypter kamen immer dichter und immer dichter. Als sie am anderen Ufer angekommen waren, schwappte das Meer wieder zurück. Sie waren gerettet in der Freiheit. Sie lobten Gott und sangen, doch dann wurde es anstrengend. Wieder einmal. Denn ihr Weg führte sie durch die Wüste. Nach 3 Tagen waren ihre Vorräte aufgebraucht. Sie hatten nichts mehr zu essen. Und sie schrien und riefen: Gott, hilf uns! Gott, hilf uns! Und am nächsten Morgen war das ganze Land, die ganze Wüste mit etwas ganz Merkwürdigem bedeckt. Was ist das? Sagten sie. Und sie kosteten. Und es war köstlich, wie Brot, ganz süß. Man konnte es wunderbar essen. Sie lobten Gott und sie aßen so viel sie konnten. Gott aber sagte ihnen: Ich gebe es euch jeden Tag aufs Neue. Sammelt keine Vorräte, denn es wird schlecht. Verlasst euch auf mich, ich helfe euch. Ich habe euch geholfen, als die ägyptischen Soldaten kamen und ihr durchs Meer gegangen seid. Ich habe euch geholfen, als ihr Hunger hattet. Ich werde euch weiterhelfen. Bittet und ich gebe euch. Und genau diese Erfahrung machen wir Menschen immer wieder. Wir bitten Gott, hilf uns, und Gott hilft uns. Manchmal ganz anders, als wir es uns wünschen, mit etwas Unbekanntem bisher, etwas zu essen, was wir noch nie kannten, oder es helfen uns Leute, die wir vorher noch nie gesehen haben. Und wir machen die Erfahrung: Unser Weg kann trotzdem anstrengend sein. Die Israeliten mussten 40 Jahre durch die Wüste wandern, bis sie in die Freiheit kamen. Manchmal haben auch wir Angst auf unserem Weg. Manchmal ist er anstrengend. Aber Gott geht mit uns. So wie er damals bei den Menschen war, so ist er auch bei uns heute. Amen.
Ich möchte, dass einer mit mir geht, der's Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Ich möchte, dass einer mit mir geht. Ich warte, dass einer mit mir geht, der auch im Schweren zu mir steht, der in den dunklen Stunden mir verbunden. Ich warte, dass einer mit mir geht. Es heißt, dass einer mit mir geht, der's Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Es heißt, dass einer mit mir geht. Sie nennen ihn den Herrn Christ, der durch den Tod gegangen ist. Er will durch Leid und Freuden mich geleiten. Ich möchte, dass er auch mit mir geht. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen. Jetzt ist der Kindergottesdienst vorbei. Und was macht ihr jetzt? Ich habe eine Idee für euch und eure ganze Familie. Als erstes braucht ihr Papier. Ein Blatt und noch ein Blatt. Dann braucht ihr eine Schere und Buntstifte. Besser keine Filzstifte, die drücken so durch. Lieber Wachsstifte oder Buntstifte. Nun nehmt das erste Blatt Papier und die Schere. Und schön vorsichtig mit der Schere, damit ihr euch nicht schneidet. Schneidet das Blatt in der Mitte durch. Und dann noch einmal in der Mitte und noch einmal und noch einmal. Dann habt ihr aus jedem Blatt Papier 16 etwa gleich große kleine Stücke Papier. Und nun erinnert euch an die Geschichte, die ich euch erzählt habe. Welche Wörter kamen darin vor? Da kam bestimmt die Sonne vor, die in der Wüste ganz doll scheint. Malt die Sonne. Und dann malt sie gleich noch ein zweites Mal auf ein anderes Blatt Papier. Dann kam zum Beispiel das Meer darin vor. Also malt das Meer. Und dann malst du das Meer gleich noch ein zweites Mal auf ein zweites Blatt. Und jetzt überlege dir, welche Wörter kamen noch vor. Male sie immer auf, immer zweimal, auf das eine Blatt und auf das andere Blatt. Am Ende hast du einen ganzen Stapel mit vielen bunten Bildern. Und jedes Bild kommt zweimal vor. Dann dreh die Bilder alle um, so dass man nur noch die weiße Rückseite sieht. Und jetzt decke ein Blatt auf. Da ist das Meer. Und jetzt ein zweites Blatt. Oh, das ist die Sonne. Es passt nicht zusammen. Ja, da müssen wir einen neuen Versuch machen. Wer findet zwei gleiche Bilder? Viel Spaß mit euch und euren Eltern. Tschüss.